Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Samstagabend gegen 22.40 Uhr auf der Bundesstraße 454 zwischen Dreisa und Ziegenhain in Höhe eines Autohauses. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 20-jähriger Mann die Bundesstraße in Richtung Dreisa. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er nach einem offensichtlich missglückten Überholmanöver auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte kurz vor dem Ortseingang frontal in das entgegenkommende Fahrzeug einer 32-jährigen Frau aus Frielendorf. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und von den eingesetzten Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert, welches sie vermutlich am Samstag schon wieder verlassen kann. Ein 20-jähriger Mann aus Homberg, der sich auf dem Rücksitz befand, war kompliziert im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Schwalmstadt aus den Trümmern befreit werden. Der Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in das Klinikum Marburg eingeliefert. Für die 18-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Auch sie war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät aus dem total zerstörten Fahrzeug geborgen werden. Um eine endgültige Klärung der Unfallursache herbeizuführen, wurde von der Staatsanwaltschaft Marburg ein Gutachter bestellt. Die Bundesstraße 454 war bis gegen 1.30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 7.000 Euro geschätzt.